Ich werde jetzt gleich hier eine Aufgabe dran schreiben. Darf ich das überhaupt? Ja, ne? Nee, für die Zuschauer. Ach, das geht nicht. Da ist uns die Flexibilität genommen. Wieso ist uns die Flexibilität da genommen? Ich darf jetzt keine Matheaufgabe. Ja? Ja? Aha. Die BLM, die ganz Deutschland kontrolliert, was im Fernsehen läuft. Also, macht RTL, zeigt RTL Brüste am Nachmittag. Kommen die Ü-80-Jährigen und klopfen bei RTL an und sagen, dürft ihr nicht. Ja, was ja auch verständlich ist, Jugendschutz. Wenn wir jetzt hier ein Spiel, also nur zur Erklärung für Sie, weil ich es nicht machen darf. Wenn ich jetzt hier ein Spiel anschreiben möchte, so eins, darf ich es nicht spontan, weil die BLM, die Behörden, die das Fernsehen, das nicht vorher kontrolliert und abgenommen haben, meine Damen und Herren. Ja, also das nur für Sie, damit Sie sehen, wie sicher und safe hier diese Live-Sendungen laufen. Ich darf also nicht so wie früher mal spontan irgendwas hier dran schreiben. Ja. Nee. Gibt's Auflagen. Seitenweise. Sondern es muss vorher alles besprochen werden, was gemacht wird. Und dann muss das eingetragen werden in den Computer. Dann muss die Datenbank verschickt werden an die BLM. Das geprüft. So. So ist das. Und dann soll doch mal einer sagen, hier ist irgendwie Schmu, man schafft es irgendwie, oh, nein. So, Sendeende in circa ein paar Minuten. Wieso? Sendeende sind 13 Minuten. Ja und? Ein paar Minuten. Ah, darf ich nicht sagen, meine Damen und Herren. Ist genau definiert. Ich darf nicht ein paar Minuten sagen. Ist kontrolliert von der Fernsehaufsicht. Da kommen dann manchmal über 90, manchmal auch über 100-Jährige, die das, aber es sind auch manche, die sind unter 50, ja, bei den Behörden. Die sind jung und dynamisch, 20, 25. Selbst Studenten sind ja auch da. Aber darf ich nicht sagen, meine Damen und Herren, weil ein paar Minuten, also für mich sind ein paar Minuten 10, bei mir sind ein paar Minuten 10, 15 Minuten. Aber die Kontrollaufsicht Deutschland sagt, ein paar Minuten sind so 2, 3 Minuten. Für den Zuschauer. Also das heißt, diese Behörde redet ja auch immer für den Zuschauer. Für mich sind ein paar Minuten so zwischen 10 und 15 Minuten, das sind für mich ein paar Minuten. Und weil das so ist, weil jeder das anders sieht, muss es da eine feste Linie geben. Was ja im Umkehrschluss, da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie auf die Aufsichtsorgane gehen, sondern was im Umkehrschluss natürlich auch wichtig ist. Ja, weil jeder natürlich so mit... Und deshalb gibt es einen roten Faden, da möchte ich Ihnen auch wieder gleich mitteilen. So sicher kann der Live-Gewinn beim Fernsehen sein. Hätten Sie das gedacht? Wer ist am Telefon? Hallo. Und man darf dann im Fernsehen auch nur sagen, wenige Sekunden, wenn es nur noch 10 Sekunden sind oder so, ne? Das ist genau definiert, meine Damen und Herren. Das ist genau definiert, wie man was sagt, damit der Zuschauer das genauso sieht. Ich zweifle nur, ob sie das genauso sehen. Die Behörden sehen das so. Aber ich glaube, wenn ich von ein paar wenigen Minuten spreche, dann sind das 5, 6, 7 Minuten, oder? Ein paar wenige Minuten? Das sind so zwischen 3 und 7 Minuten, oder? Ein paar wenige Minuten. So sehe ich das. Nein, die Behörde sagt, ein paar wenige Minuten heißt 1 bis 3 Minuten. Können Sie mal sehen, was es da für Unterschiede gibt, für Wahrnehmungs- und Auffassungsunterschiede. Und das ist immer subjektiv. Ich finde ja auch manche Dinger schwer, die Sie einfach finden, an Lösungen. Und ich finde manche Dinger einfach, die Sie vielleicht schwer finden. Heute war es aber, glaube ich, nicht so. Ich glaube, heute hatten wir wirklich einige dabei, die sehr, sehr bekannt waren, teilweise einfach. Wir haben, falls Sie sich gesehen haben, wir haben Begriffe gesucht mit unter. Also nennen Sie einen Begriff mit unter. Es gab zum Beispiel da die Lösung Unterhaltungsfilm. Einen klassischen Unterhaltungsfilm. Da gab es dann auch 500 Euro und viele Leute kamen durch. Es wurde halt nicht genannt. Und als ich dann aufgelöst habe, hatte ich gesagt, das finde ich sehr, sehr einfach. Man muss halt immer dazu sagen, dass ich es einfach finde, weil es tatsächlich... Kein Scherz. Zuschauer gibt, die das schwer finden, die Lösung, und sich dann beschweren und sagen, hier, pass mal auf, der Moderator hat gesagt, das ist einfach, das ist aber gar nicht einfach.
Unterhaltungsfilm ist schon schwer. Es gibt's wirklich, kein Scheiß, das erzähle ich nicht so. 95% finden es natürlich genauso einfach wie ich, aber 5% finden es nicht einfach. Und deshalb ist es immer wichtig, dass es klare Regeln gibt, um das zum Abschluss zu sagen. Und dass zum Beispiel ich Ihnen erkläre, wie was funktioniert. Das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Wo Sie sich Informationen holen können. Das sagen ja ich und meine Kollegen Ihnen immer wieder. Aber manche Sachen, die sind ein bisschen haarsträubend herbeigezogen, wie ich finde. Da ist er. Wer ist am Telefon? Monika, hallo. Monika, mit dir löse ich jetzt mal auf. Was hast du? Die Unternehmensgründung. Unternehmensgründung ist gut. Weißt du, was du hättest sagen müssen? Was? Unternehmensleiter. Ah, mhm. Okay. Ja. Wir gehen mal von oben durch, okay? Ja. Wir haben ein paar dabei, da ist bestimmt schwierig drauf zu kommen. Wir fangen mal an. Die Unterwasserjagd. Da ist bei Fischen... machst du den Fernseher ein bisschen leiser? Ich hab ihn ganz leise. Ach so, sehr gut. Also Unterwasserjagd ist ein bisschen schwieriger. Dann ist das hier alles gelöst worden. Dann hatten wir noch... Unterrichtszweck. Ja. Ja. Kennt man, aber es muss man halt auch erstmal sagen. Unterrichtsgerät, wenn man in Chemie oder in Physik irgendwo was macht, auch schwieriger drauf zu kommen, aber wenn man es dann liest, kennt man es glaube ich auch. Unterschriftsprobe. Ach ja. Sagt mir so gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Macht man Unterschrift? Ach so, wenn man irgendwo mit EC-Karte bezahlt oder was? Ja, da kann ob, sein. Ob die wirklich... Ah, okay. Dann geht's weiter. Unterschriftsbestätigung. Mhm. Wir brauchen eine Unterschriftsbestätigung von Ihnen. Ja. So, also da aus diesem Satz kenne ich das. Dann hatten wir Unterscheidungsgabe. Ja, das ist jetzt so, finde ich, ein bisschen schwierig, weil ich das selber so nicht kenne. Unterscheidungsgabe. Unterhaltungsfilm. Ja, klar. Man kann alles kommen, aber... Ja, ich kenne das. Kamera, mal kurz mal mich zeigen. Ich kenne das. Also, das ist nicht schwer, aber wenn man nicht drauf kommt, kommt man... Wenn man nicht drauf kommt, kommt man nicht drauf. Genau. Das ist einfach so. Da kann da kommen, was will, aber Unterhaltungsfilm habe ich zum Beispiel als sehr leicht. Dann Unterglasurmalerei, sagt mir gar nichts. Nee, also das ist schwer. Das ist eins von diesen dreien, die ich nicht kannte. Unterhaltungsteil, das ist dann vielleicht ein bestimmter Teil in einer Sendung, der unterhalten ist. Also im Groben, man hätte noch die einen oder anderen 500 Euro. Schade, aber du sagst es richtig. Wenn man es nicht sagt, sagt man es nicht. Andere ärgern sich jetzt vielleicht zu Hause. Die haben das alles auf der Liste gehabt. Ärgern sich jetzt grün und blau. Aber ich wollte nur damit sagen, dass man doch schon hätte... mir Glauben schenken können, oder? Ja, doch, ich sag ja, auf einen Krei hätte man schon noch kommen können. Ja, das glaube ich auch. Also in diesem Sinne, trotzdem am Telefon bleiben, Gratisanrufe kriegst du, 18 Stück, dranbleiben, nicht auflegen. So, also meine Damen und Herren, ich weiß ja, wie es Ihnen geht. Der Unterrichtszweck, den fand ich nicht schwierig. Unter Wasser kann man darüber streiten. Die Unterschriftsprobe, Unterschriftsbestätigung finde ich nicht schwierig, ganz ehrlich nicht. Und der Unterhaltungsfilm, ja, das ist... Da sagt man doch, wenn irgendwas ist, ja, so ein Unterhaltungsfilm für die ganze Familie. So. Also, da gehen Sie mir wohl recht, oder? Deshalb sage ich, 95% aller haben dieselbe Meinung wie ich. So. Werden. Also das ist der Monitor, da kontrollieren wir immer. Wie schaue ich das Spiel an, bin ich im Bild und so weiter. Das nur für Sie als Information mal. Ach so, hier oben übrigens ist dann auch immer die Echtzeituhr, ne, dass wir sehen, wie spät es ist und so weiter. So, das riecht natürlich wieder zu mir, dass ich das alles sehen kann. Manche Zuschauer, die kritisch sind, die denken dann, wir sehen hier irgendwelche Informationen, geheimnisvoll irgendwie, was der Zuschauer nicht sieht. Nein. Wir sehen genau das, was Sie auch sehen. So, das nur für Sie als Information. Da hat er drauf gemalt mit Edding. Entschuldigung, dass ich jetzt so lange Sie aufgehalten habe. Sie wollen gewinnen und das tun wir auch. 75 Euro, da ist schon das nächste Spiel drin. Es ist elemental wichtig. Wie heißt das? Elementar. Elementar wichtig, dass Sie uns zuhören, ja. Was wir für ein Schrott hier erzählen. Ja, mein